Mal verloren. Platz 3. Der FC Gütersloh, die Mannschaft von Hannes Linsen, ist mit zum Maß der Dinge geworden in der zweiten Liga. Jetzt noch ein Sieg gegen Energie Cottbus. Und die Chancen steigen und steigen, dass Bayern, Dortmund und Schalke in der nächsten Saison schon 20 Kilometer vor Bielefeld Station machen müssen. Heutiger Gegner Cottbus, ein unbequemes Team mit einem Spezialisten. Witold Wawrczyk heißt der. Und er besiegte Stuttgart zuletzt mit 2 Standard-Kicks. Heute aber traf der Pole auf einen Landsmann, der ihm einiges voraus hat. Jens Kotte aus dem Heidewaldstadion. Auf der anderen Seite, da wartet einer, der hat ihm schon einiges voraus. Landsmann Adam Matisek, Gütersloher Torwart, war schon polnischer Nationalspieler. Eine Grippe ließ Matiseks Einsatz noch fraglich erscheinen, dann aber spielte er wie schon 15 Mal zuvor. Gütersloh in Grün-Weiß musste umstellen. Christian Meyer rückte auf die Libero-Position für den verletzten und gesperrten Jens Tschiedl. Im Angriff fehlte Angelo Vier, gelb gesperrt. An seiner Stelle stürmte Vlado Papic neben David Wagner. Und David Wagner hier am Ball als Vorbereiter zunächst. Willi Landgraf sorgt für Cottbuser Freudensprünge und bedient Papic. Die erste Chance des Kroaten schon nach 2 Minuten. Nur 60 Sekunden später. Der unwiderstehliche Dirk Flock marschiert und marschiert über das komplette Spielfeld. Spielt Cottbus Hintermannschaft im Alleingang aus. Dann der Pass auf Papic, doch da wird's zu eng. Zöfel und Herrich steigen Papic auf die Füße. Chance vereitelt. Gütersloh spielte trotz der Veränderungen wie aus einem Guss, kombinierte flüssig und hatte zahlreiche Chancen. Bei Cottbus nur die Frage, wie lange würde die Abwehr halten? Die Ostwestfalen mit dem sehr beweglichen Vlado Papic, der gut harmonierte mit David Dave Wagner. Die 11. Minute war das. Gütersloh setzte die Lausitzer unablässig unter Druck. Wieder das Duo Papic-Wagner. Zuerst aber Willi Landgraf. Papic auf Wagner. Nur das Außennetz. Er will sich ja noch für die Weltmeisterschaft in Frankreich empfehlen. David Wagner, US-Nationalspieler. Wawrczyk kaum zu sehen mit dem Kopf. Labak erkämpft sich den Ball gegen Givior. Labak, Zweikampfsieger gegen Givior. Und Meyer. Der Schuss vorbei, das ist die einzige Chance der Lausitzer. Eduard Geier alles andere als mitgerissen vom Spiel seiner Elf. Aufregender wurde es 5 Minuten später, die 40. Wagner im Zweikampf mit Mandeka Amadou fällt. Schiedsrichter Peter Lange entschied 11 Meter und gelbe Karte Amadou. Aus keiner Einstellung zu erkennen, ob es wirklich faul war oder Wagner nur clever fiel. Christian Meyer tritt an und verschießt. Christian Meyer, der Mann für die Standards, normalerweise ganz sicher. Das war's in Halbzeit 1. Christian Meyer, hinten solide, vorne im Pech. Die verdiente Führung ließ noch auf sich warten. Daher hofften sie nicht auf eine bessere, sondern erfolgreichere zweite Halbzeit. Der Traum vom Sieg. Ging in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff nicht in Erfüllung. Auf beiden Seiten Flaute. Dann wechselten beide. Bei Cottbus kam Lehmann für Labak und auch Gütersloh erfrischte die Offensivabteilung. Der kopfballstarke Löwe für Papic. Einzige Konsequenz aber zunächst. Gütersloh schoss verstärkt aus der zweiten Reihe. Uwe Weidemann, die 62. Minute. So viel Arbeit, aber kein Lohn. Das hatte Hannes Linsen sich anders gedacht. Die Gastgeber immer gefährlich und weiter offensiv. Wagner mit dem Auge für den freien Mann. Frank Scharpenberg. Die 65. Minute. Kai Wehner hält die Kiste sauber. Cottbus vorne nicht, wie man erwarten konnte, durch Konter gefährlich, sondern so. Einwurf, Flanke, Lehmann, Dirk Lehmann. Der Eingewechselte sorgte zumindest artistisch
für das bisherige Highlight aus Sicht der Gäste. Die 73. Minute, so antwortete Gütersloh. Weidemann. Koroba, erst sein drittes Spiel von Beginn an. Sieht Wagner. Der vergibt und noch einmal Rekas. Wieder kein Tor. Kompliment an Keeper Kai Wiener, der schnell wieder oben ist und Wagners Schuss pariert. Symptomatisch die folgende Szene. Sie gibt die Raumverteilung in dieser Partie wieder. Die Gastgeber Gütersloh überall, Cottbus nur in der eigenen Hälfte regelrecht eingeschnürt. Die 84. Minute. Weidemann lief auch heute wieder sehr viel. Und er setzte sich durch. Gefährlich, seine scharfe Hereingabe fast noch von Wagner verlängert. Erst wird Weidemann nicht richtig attackiert, dann Libro Hossmann im Kniefall vor dem Ex-Schalker. Immer noch 0:0, dann die letzte Szene des Spiels, in dem die Gastgeber 3 Punkte verdient hätten. Das 0:0 lediglich statistisch wertvoll. Gütersloh seit nun 13 Spielen in Folge ungeschlagen. Cottbus 5-mal auswärts unbesiegt. Wir haben 70 Minuten lang versucht, mit fußballerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Und nachher haben wir Hauruck gespielt, aber wir haben auf beide Arten kein Tor gemacht. Ich denke, wenn wir den Elfmeter reinschießen, dann gehen die hier mit fliegenden Fahnen unter. Ich habe ja leicht nach links gezogen und dann habe ich leichte Rückenlage gekriegt und der Ball ist drüber geflogen. Was haben die Jungs denn hinterher gesagt? Also verdient hättet ihr die Führung allemal? Ja, die haben mich in der Kabine beschimpft. Nein, Spaß beiseite. Ja, was sollen sie sagen? Wir haben versucht, mich aufzubauen und dann war es auch wieder vergessen. Erste Halbzeit Ihrer Mannschaft, sind Sie da enttäuscht von der Leistung? Ja, da war im Prinzip von Leistung nicht viel zu sehen. Also wer so viele Fehler macht wie wir, da kann am Ende erstmal froh sein, dass es mit 0:0 in die Pause ging. Dann wurde es zwar etwas besser, aber wir haben gesehen, dass das trotzdem hier irgendwie zu Punkten unheimlich schwer ist. Ne? Aber erste Halbzeit, wir bestanden nur aus Fehlern. Also wir haben natürlich auch Gütersloh in der Frage stark gemacht. Am Ende feierten beide Mannschaften die verteidigten Serien. Auch wenn es in diesem Spiel nichts zu feiern gab. Gütersloh.